Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid im Schweinekeller, ich bin der Tobi und das gibt's zu sehen. Sound wurde 2019 wieder neu aufgelegt. Unter anderem in der Lego Feuerwehr, der 60216 Feuerwehreinsatz in der Stadt. In dem Feuerwehrleiterwagen mit Auflieger, da war auch dieses Modul, Light and Sound Modul, das neue mit verbaut. Ich habe bereits ein Video eingestellt, um den Vergleich zwischen dem alten Light and Sound und dem jetzigen Light and Sound herzustellen. Mit dem heutigen Video wollen wir uns näher mit dem Thema beschäftigen, was eigentlich möglich wäre nach dem heutigen Stand der Technik. Und dazu gehen wir ein bisschen zurück, denn letztes Jahr haben wir die Modellbaumesse in Friedrichshafen besucht, der Ben und ich, und haben uns da einige Eindrücke geben lassen, was denn so alles im Modellbau möglich ist. Aber seht selbst! We're back from the dead. Das Feuerwehrfahrzeug aus dem Set 60216 kann ohne weiteres so belassen werden, wie es ist. Es hat ein schönes, stimmiges Gesamtbild und ja, man kann es noch verbessern. Und zwar mit der modernsten Technik, indem man eben Mikro-LEDs mit verbaut. Licht und Sound geht. Und wie das dann aussehen kann, schaut einfach selber mal her. Hell yeah.
Wie man sieht, kann man also mit ein bisschen Raffinesse, mit ein wenig Technik viel erreichen, auch im kleinen Maßstab. Das geht also auch in jedem Lego-Auto, wie man sieht, und das sieht auch nicht schlecht aus. Sowas hätte Lego machen können. Gehen tut es, schwer ist es auch nicht und sieht zudem auch noch klasse aus. Ich glaube, es gibt keinen, der nicht so ein Modell gerne daheim hätte in seiner Lego-Stadt. Und von dem her war es eine verpasste Chance. Aber wer ein bisschen technisch Geschick hat, der kann sowas auch selber machen. Oder aber, wenn ihr Interesse habt an solchen Fahrzeugen, entweder eure eigenen aufzurüsten oder selber so eins zu erwerben, entweder für die Vitrine oder für die eigene Stadt, sprecht den Ben oder mich einfach an und wir schauen mal, was wir machen können. Also, ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude wie ich und ich wünsche euch noch alles Gute. Bis dann. Ciao.